Politik, eine deutsche Erfolgsgeschichte. Mit nur ein paar kleinen Ausrutschern. Normalerweise langweilig, grau und trocken, aber dank Satirikern jetzt auch sehr unterhaltsam. Liebe Frau von der Leyen, herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass ich ab sofort nicht mehr der unseriöseste Vertreter der europäischen Demokratie bin. Der ukrainische Präsident hat sogar mal sowas gemacht. Das Tolle, Comedians sind wenigstens freiwillig komisch, nicht so wie mancher Politiker. Esteemed guests, ladies and gentlemen, thank you for inviting me to Berlin at the 7th annual conference. Warum Menschen wie Martin Sonneborn so viel Erfolg haben, warum das genau in unsere Zeit passt und ob Comedians sogar die besseren Politiker sind, jetzt. Comedians und Politik gehören zusammen wie Donald Trump-Tweets und die Schriftart Comic Sans. Wirklich, versucht das mal. Da gibt es ein eigenes Browser-Plugin dafür. Dank Trump blüht in Amerika die Comedy-Szene auf. Er ist überall zu sehen und sogar große Schauspieler wie Alec Baldwin parodieren ihn. I've turned over all my businesses to my two sons, Beavis and Butthead. Wobei Trump selbst auch Stand-up-Qualitäten hat. Bing, bing, bong, bong, bing, 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 you know what that is, right? Cool, das war der erste Satz ohne sexistische oder rassistische Beleidigung. Dass Comedians selber in die Politik gehen, ist noch gar nicht so lang her. Den ersten großen Erfolg feierte 2009 der Isländer Jón Gnarr. Der hat sowas gemacht. Adolf Hitler, no regrets. Splunkunýr geisladiskur sem inniheldur 20 lög með þessum frábæra söngvara. Das soll Hitler sein, so ein Blödsinn. Hitler war schwarz-weiß, weiß doch jedes Kind. Der Hobby-Hitler hat eine eigene Partei gegründet mit dem schönen Namen Die Beste Partei. Seine Forderungen, unter anderem kostenlose Handtücher im Freibad von Reykjavik, ein drogenfreies Parlament bis 2020 sowie offene statt heimliche Korruption. Gut, den letzten Punkt bekommt Ursula von der Leyen auch hin. Bekomme ich jetzt ein Stück Kabarettkuchen? Nein, den hat Urban Priol gefressen. Wer? Gnarr und die Beste Partei haben dann tatsächlich die Bürgermeisterwahl in Reykjavik gewonnen. Seitdem geht's auf der Welt rund. In Slowenien und der Ukraine bekleiden Comedians inzwischen die höchsten Ämter. In Italien ist die Fünf-Sterne-Bewegung von Beppe Grillo an der Regierung beteiligt. Und dieser Herr hier ist Jimmy Morales, Präsident von Guatemala. Ha, mit Verkleidung ins Präsidentenamt. Hat die SPD zwar auch versucht, hat bei Andrea Nahles aber nicht funktioniert. Dann die Partei, die Partei. Die hat inzwischen 2 Sitze im EU-Parlament und hat dieses Jahr in Berlin mehr Stimmen als die FDP geholt. Bei den unter 30-Jährigen haben die Partei fast so viele gewählt wie die SPD und das Bundeswahl. Ein Riesenerfolg für die SPD! Schauen wir uns doch mal an, warum Comedians in der Politik so erfolgreich sind und was die erreichen. Als erstes, Comedians sind von Haus aus Kommunikationsgenies. Sie stehen täglich auf der Bühne, begeistern und haben den ganzen Saal im Griff. Zelensky aus der Ukraine hat deshalb auf Wahlkampf verzichtet und einfach seine Comedy-Tour weitergemacht. Ich möchte sofort sagen, у нас сегодня просто концерт, никакой агитации. Außerdem müssen Comedians schlagfertig sein. Sie sind genaue Beobachter und bringen Kritik perfekt unter. Vor allem im phrasendreschenden Klima eines politischen Interviews. Klärt das schon, weshalb Sie dadurch zum bösesten Satiriker Deutschlands geworden sind? Ein Titel, den Ihnen der Rheinische Merkur verliehen hat. Ich bedanke mich für diese Frage und möchte erstmal eine andere beantworten. Wir. Das braucht keine Inhalte. Zelensky wurde während seines Wahlkampfes von EU-Botschaftern nach seinem politischen Programm gefragt. Lösung? Er forderte seine Anhänger auf, ihm über die sozialen Netzwerke Programmvorschläge zu machen. Das ist eigentlich Populismus in Reinform, aber irgendwie auch witzig und als Kritik gebracht. Selbst dem langweiligsten Format aller Zeiten gewinnen die Satiriker etwas Lustiges ab, dem Wahlplakat. Kurz und knapp, Merkel ist doof, mach keinen Scheiß mit deinem Kreuz. Und der Klassiker, hier könnte ein Nazi hängen. Denn was ist ein Wahlplakat anderes als ein riesiges, ausgedrucktes Meme? Klar kann man jetzt sagen, wenn das alles eh nicht ernst gemeint ist, braucht man das dann in der Politik. Doch die Narrenfreiheit hat auch einen riesengroßen Vorteil. Comedians und Satiriker dürfen Sachen sagen, die sonst keiner sagt. Vielleicht, weil sie unkorrekt sind oder unrealistisch. Wie fast 5 Millionen andere Letztwähler in Deutschland entscheidet er über eine Zukunft, die er selbst nicht mehr erleben wird. Darum fordern wir von der Partei, die Partei, die Einführung des Höchstwahlalters. Schwer umsetzbar, aber ein interessanter Punkt. Der Witz spricht uns oft aus der Seele, ganz unabhängig von seiner politischen Durchsetzbarkeit. Und sie können so auch Unliebsames aussprechen, wie die möglichen wahren Motive von Politikern. Eng könnte stoppen,
für den Mist, der muss irgendwann gegolten werden. Es funktioniert oft als Parodie auf das Verhalten von den etablierten Eliten. Wie im korrupten Guatemala, wo Jimmy Morales mit diesem Slogan warb: Weder korrupt noch ein Dieb. Erfrischend und sehr unterhaltsam, wenn die vermuteten Motive offen ausgesprochen werden. Wir möchten vor allem wiedergewählt werden. Aber Comedians können nicht nur elitenkritisch sein. Wenn es dem Land scheiße geht, können Comedians auch als Comic Relief dienen. Bedeutet, sie können uns helfen, mit dem Ernst der Lage umzugehen. Durch einen Lacher bricht die Spannung und wir vergessen kurz unsere schlechte Stimmung. Gerade in Zeiten von Finanzkrisen, Brexit-Krisen, Umweltkrisen, Dieselmotorkrisen, Flüchtlingskrisen freuen wir uns über sowas. Ein atomares Endlager im Prenzlauer Berg. Das macht den ganzen Ernst erträglicher. Und die Medien berichten gern darüber. Wie über den Vorschlag, Göttingen umzubenennen. Nur eines seiner schlagenden Argumente: Im digitalen Zeitalter ist ein Ö einfach unpraktisch, weil es im Internet häufiger zwei statt einen Buchstaben dafür braucht. Comedians haben also nicht Erfolg, obwohl es allen scheiße geht, sondern gerade weil es allen scheiße geht. Also wie der Typ, der in Köln am Aschermittwoch in der Innenstadt Tomatensaft verkauft. Je mehr die alten Parteien zu einem Witz werden, desto attraktiver werden eben Witzparteien. Aber heißt das jetzt, dass Comedians die besseren Politiker sind? Da wird's jetzt schon schwieriger. Wenn wir jemanden ehrlich lustig finden, dann ist der uns sympathisch. Das Problem dabei, wir glauben, dass der auch privat super sein muss. Der Comedian Charlie Chaplin zum Beispiel war super lustig. Privat soll er ein sadistischer Tyrann gewesen sein, der auf Teenager stand. Und bei Louis C.K. hätten wir jetzt auch nicht damit gerechnet, wo der überall seinen Schwanz rausholt. Und in Deutschland gibt es super lustige Satiriker, die privat die größten Arschlöcher sind. Das sind nämlich Leute. Bei Politik bedeutet das, nur weil jemand lustig ist, macht er noch lange nicht die Dinge, die dir auch gefallen würden. In Italien koaliert die Partei von Comedian Beppe Grillo mit der Lega Nord. Die wird als rechtspopulistisch eingeordnet. Da scheint der Frust über die Eliten so groß gewesen zu sein, dass die Leute einfach Protest gewählt haben. Wie in der Ukraine. Eine Stimmung, die Zelensky übrigens selbst sehr schön bebildert hat. Gut, das kann ich mir bei Martin Sonneborn jetzt nicht vorstellen. Aber ist die Partei nur plumpe Unterhaltung für eine saturierte Gesellschaft? Thank you for watching this new original Walloonis video. That makes us all happy like a schnitzel. If you want more Nigel Nigel new content, please press the yellow abo button. And also ring the glock so it makes ring ding ding dong like ringel dingel ding dong. And please, this parody is drifting apart. Please help me. Please.